So, herzlich willkommen zurück zu meinem Blood Let's Play. Ja, dann ab mal ins letzte Level. Und zwar mit dem Namen Beauty and the Beast. Ich bin höchst gespannt, was für ein Endboss uns erwarten wird. Ob das wieder so eine Chernobog-Dingens sein wird. Oder ob das wieder ein Cerberus sein wird. Oder was es denn sein wird. Ja. Geil wäre ja mal ein neuer Gegner, ne? Aber hier in dieser Episode kamen mir haufenweise neue Gegner. Von daher, ja, vielleicht haben wir Glück. Na? Bei Doom waren ja bei den offiziellen Add-on-Sachen ja keine neuen Gegner vorhanden und somit auch keine neuen Bosse. Aber hier könnte es ja tatsächlich sein im Grunde. Denn hier gab es ja auch allgemein neue Gegner. Beten wir mal, dass es ein neuer Boss ist. Das wäre nämlich mega cool. Weil, ja, aber andersrum. Ja, aber gut, Cryptic Passage hatte allerdings noch keine neuen Gegner. Also, naja, aber hier gab es neue Gegner. Von daher kann das schon sein, dass es hier ein neuer Boss gibt. Na, ja, ich lasse mich überraschen. Ich höre Gegnerlies. Aber wo höre ich ihn? Wo hat er mich gesehen? Hier unten vielleicht. Das kannst du haben. Jo. Hä? Orange? Was macht Orange? Ich will wissen, was du machst. Oh. 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 Der meint's ernst mit seiner... Mit seiner Shotgun meint er es ziemlich ernst, wie man gesehen hat. Da. Damit meint er es wirklich sehr ernst. Und hält auch ganz gut was aus, wie wir gesehen haben. Das ist nicht ohne. Boah, man sieht, dass es ein Bosskampf ist. So viel Zeug, wie es hier gibt. Ja, das sehe ich auch so. Oh Gott, was sind das für eklige Kultisten? Boah! Was habt ihr denn? Was sind das für Kultisten? Im Leben nicht. Was zur Hölle? Was sind das denn für Kultisten? Sind das Mammutpanzer-Kultisten oder was? Im Ernst? Im Leben nicht. Sag mal. Was bist du denn? Ah, was bist du denn? Okay, dich kenne ich jetzt noch nicht. Bist du der Boss? What the fuck geht hier? Vorsicht! Boah, ey, Jung. Übertreibt mal jetzt nicht hier. Was ist denn das für eine komische Kiste hier? Ach du Scheiße. Okay, der meint's ernst, der Kollege. Der weiß schon wieder Bescheid. Junge. Das ist jetzt die Frage, wie besiegt man diese Knalltüte? Ja. Da bin ich mir jetzt noch nicht so sicher. Ich glaube, die werden alle zu dem, kann das sein? Boah, Junge. Tatsache. Boah. Und jetzt? Soll ich dagegen eine Chance haben? Das ist bitter. Das ist jetzt echt bitter. Ohoho. Der Kampf ist heftig. Gut, aber das sind auch so lustige Schalter. Vielleicht bringen die ja auch was. Boah. Mal gucken. Ja Gott, mach auf. Ah, fuck. Ah.
dass die das rechtzeitig schaffen, wenn diese Spakonauten hier sind. Ja, das ist so. Alter Schwede, das ist bitter. I'm gonna have to put you down. Ja, du gehst mal weg, du scheiß Pflanze. So. So. Oh, wie er wieder da durchschießt hier. Schlimm. Boah, im Leben nicht, ey. Haha, der geht ab, der Junge. Der geht ab. Ich weiß gar nicht, wie ich den besiegen soll. Was? Boah, hör auf, so viel Schaden zu machen. Ernsthaft? Hör auf damit. Kann man den auch töten? Oder ist der... Da ist da nichts zu machen dran. Boah. Ich weiß nicht, ob man da was machen kann. Oder ob der jetzt unverwundbar ist oder so. Ich glaube, dass der unverwundbar ist und ich da irgendwas anderes machen muss mit dem. Das ist so mein Eindruck. Drück die Scheiße doch. Oh, oh, diese dämliche Pflanze. So. Ah. Das sind so viele Schalter. Ich weiß aber nicht, ob das die Lösung ist. Ich würde das gerne mal wissen. Das zu wissen wäre schon praktisch. Oh, verdammt. Scheiße. Na. Mal gut sein. Nein. Ah, es wird natürlich ausgerechnet. Die Dinger, die ich schon habe, ne? Sehr viel Zeit verloren. Ich genau die Schalle gedrückt hatte, die ich natürlich schon fertig hatte. Ich glaube, ich lasse erstmal die Typen schießen. Ah, nee, ey. Dinger sind schon. Ja, du haust jetzt als erstes mal ab, so. Den. Ich weiß gar nicht, was diese blöden Schalter machen. Wahrscheinlich, dass ich das doch nur wüsste. Oh, fuck. Und nu? Was habe ich davon jetzt? Ja. Keine Ahnung, was ich tun muss. Da hinten ist was. Ah, lass dich bewegen. So. Erstmal weg. Muss da irgendwie wieder rauf. Im Moment haben wir es gerade aufgegeben, mich zu suchen. Was ich vorerst schon mal gar nicht mal schlecht finde. Aber. Ach, das ist der Anfang. Ich denke schon, dass ich die töten muss. Aber keine Ahnung wie.
Gibt's nicht, ey. Ich glaube, das wird so nichts werden. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Ehrlich nicht. Ich habe echt keine Ahnung, wie das jetzt gehen soll. Ja. Wie ist das zu machen? Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen. Dass ich die so viel Schaden geben muss. Um einen davon tot zu kriegen. Irgendwie kommt mir das nicht realistisch vor, wenn das so viele sind. Tja, kann natürlich sein, dass er gegen bestimmte Waffen immun ist. Das weiß ich nicht. Es ist ja unglaublich. Ha. Alter, das kapiere ich nicht so. Aber hier bin ich echt relativ sicher gerade momentan, ne? Keiner hat mich im Sichtfeld und so. Das ist schon mal grundsätzlich nicht schlecht. Aber ich habe keine Ahnung, wie man das jetzt macht. Oh, hier ist was. Vielleicht sollte ich erstmal in Erfahrung bringen, ob man die überhaupt töten kann. Dann bin ich hier langsam so meine Zweifel. Also damit schon mal nicht, weil die Ammo geht nicht runter. Das kann also schon mal nichts bringen. Vielleicht muss man die Forke einsetzen. Ja, ich würde das ja wirklich gerne mal wissen, ob man die töten kann. Das muss ich mal eben ausprobieren. Ausnahmsweise mal. Ich will wenigstens wissen, ob ich nicht gegen... ob ich jetzt das... ja, für nichts und wieder nichts mache. Denn ich will erstmal wissen, was ich hier tun muss. Sonst ist das ja alles sinnfrei. So. Wo ist denn jetzt mal das Ding? Hi, Sunny Boy. Gucken. Oh, das geht. Okay, das geht. Aber es braucht eine ganze Tesla-Ladung. Oh. Ja, gut. Das ist genial, weil da sind ja auch so wenig von jetzt, ne? So, ja. Und kaum Gegner. Okay, das wird ein härterer Kampf. Okay, aber es geht zumindestens. Jetzt muss ich das mal rauskriegen, ob das auch mit... Ja gut, mit der Voodoo-Puppe ist klar, dass es nicht geht. Aber ich schätze mal, gegen das Ding sind sie auch wieder immun, ne? Naja, gut. Weil das wird nicht so geil. Die sind ja mega stabil, die Dinger. Okay, das wird kniffliger. Die Dinger sind verdammt stabil. Eieieiei. Das ist ja echt. Ja. Blöd.
Moment. 40, naja, könnte für Schaden sorgen. Wie waren das jetzt überhaupt noch? So, ne? Ja. Ah, shit. Schmeiß ich das mal alles hier runter. Sehr scheiße, ne? Oh shit, ich wollte das doch noch gar nicht machen. Scheiße. Viel zu früh. Verdammt. Aber ein Abstand waltet. Scheiße. Dann geht's eigentlich. Das Blöde ist nur. Na gut, muss nur Abstand walten. Aber das Problem ist, wenn die scheiß Kultisten erstmal. Loslegen. Ja, oder man muss erstmal alle zu diesen Biestern machen, aber dann. Aber es ist Abstand halten. Dann tun sie einem ja nichts. Ist gut. So. Der haut ja wieder ab, der Arsch. Ah, jetzt kommt die Spackos wieder, ne? Ah. Zum Kotzen. Ah. Geht doch mal höher. Fick dich. Ah, das ist ätzend, ist das. Okay. Nee, das ist nicht der richtige Stand. Ah, verdammt, ey. War das so gut? Das irgendwie da so hinkriegen? Ja, so wäre optimal, aber kriege ich das dauerhaft hin? Ja. Und diesmal mal richtig hier. Was denn das bisschen nicht schockt, ist klar. Nicht aufpassen, dass ich diesen scheiß Detonierer nicht zünde. Ein bisschen aufpassen jetzt hierbei. Oh, das Level ist echt hart. Oh Gott, ich dachte schon, die Pickel wieder gezündet, aber alles gut. Weil ich den roten Strich eben nicht sah. Ist aber auch wirklich eklig zu machen, das muss man echt sagen. Aber ich glaube, es ist einfacher, wenn man die scheiß Kultisten erstmal alle zu den Biestern macht. Weil die sind eigentlich relativ in der Hinsicht einfach zu meistern, dass die wenigstens nicht schießen können. Na? Das ist natürlich von Vorteil. Natürlich ganz schön viel Arbeit hier, das alles dahin zu schmeißen. Aber ich hoffe, das mache ich jetzt nicht umsonst und bringt auch mal was. Das ist nämlich die Frage. Es kann natürlich auch sein, dass ich das alles umsonst mache. Aller, er ist immun dagegen wie ein Stone Gargoyle. Das wäre natürlich dann sehr ärgerlich.
Aber das wäre auch ein bisschen fies bei der Menge. Weil so viel Munition ist da auch nicht. Und ich bedenke, was der aushält und das sogar bei Tesla. Das ist schon ganz schön gesalzen. Und das sind ganz schön viele, die hier sind. Wie sich das jetzt vorstellen? Mir noch nicht so ganz klar.